Kevin, wo bist du nur? Wo nur? Komm zurück zu Haunted Horror 4. Ich habe mich ausgrün umgesehen und damit meine ich wirklich, dass ich mich umgesehen habe. Nein, ich habe nicht den Entwickler gefragt. Ich habe ganz von selbst einfach logisch geschlussfolgert und es hat tatsächlich funktioniert. Wir müssen wieder zurück in die erste Etage und von dort aus ins Erdgeschoss. Denn in der ersten, zweiten und dritten Etage, da haben die Schlüssel ja logischerweise die Zimmernamen. Sprich 101, 201, 301 und so weiter, ne? Aber F.A. F.A. kann auf keiner dieser Etagen sein. Also bin ich wieder zurück ins Erdgeschoss. Und im Erdgeschoss gibt es nur noch eine einzige Tür, die wir noch nicht geöffnet haben. Und die ist in der Nähe von dem Essensraum. Speiseraum, was auch immer. Speisesaal, ja, Speisesaal, genau. Speisesaal ist das Wort, das ich gerade gesucht habe. Und Geld haben wir. Wir haben 13 Euro. 13 Euro? Wir sind reich. Kaufen wir uns direkt. Die Cola macht aber so wenig. Wir kaufen uns einfach einen Schokoriegel. Ich mag Schokoriegel und ich bin mir sicher, Claire mag auch Schokoriegel. Ah, aber keine Schokolade nach 18 Uhr. Ja, und mit dem Schlüssel können wir hier diese Tür aufschließen. Den möchten wir natürlich nicht wegwerfen. Was ist das hier für ein Korridor? Sieht nicht mehr nach einem Hotel aus. Vielleicht finde ich hier endlich eine Spur zu Ellen. Und während der Dialog läuft, kommen Zombies auf uns zu. Oh, jetzt habe ich das Ding... Oh, das war... Yeah. Okay, das war gerade ein Fail von meiner Seite. Es tut mir leid. Auch wenn ich das trotzdem ebenfalls wieder kritisieren muss, dass während ein Text kommt... keine Events ansonsten irgendwie weiterlaufen sollten. Und vor allem nicht, wenn das Events sind, die uns irgendwie Schaden machen können. Wünschte ich mir nochmal, ich hätte im Erdgeschoss gespeichert. Logischerweise, als ich es gerade offscreen probiert habe, da bin ich hier durchgekommen, ohne großartig Energie zu verlieren. Aber da habe ich ja auch nicht gelabert, ne? Da habe ich die Texte einfach nur geskippt, so ungefähr. Ich will mir ja nicht die ganze Spannung versauen. Na gut, also nochmal den ganzen Weg zurücklaufen. Ich will das Spiel ja auch möglichst lang strecken. Wie meinte der Entwickler noch gleich? 2 Stunden hat er für das Spiel gebraucht. Ich bin jetzt schon bei 2 Stunden. Länger sogar noch. Und ich habe es noch nicht geschafft. Aber gut, das war ja auch anzunehmen. Und ich komme ja auch nur dadurch recht flüssig voran, weil ich eben immer wieder den Entwickler fragen kann. Ansonsten müsste ich mir wohl einen Kumpel zur Hilfe holen und versuchen, das mit dem zu machen. Das war ja auch ursprünglich mein erster Gedanke. Wobei es mir weniger darum ging, dass das Spiel vielleicht zu schwer sein könnte, als mehr darum, dass mich Horrorspiele vielleicht doch gruseln könnten. Aber na gut, in dem Spiel gab es bisher eher wenige Schockmomente. Aber na gut, ich denke mal, ich sollte an ein Maker-Horror-Spiel jetzt auch nicht zu hohe Ansprüche stellen. Also von daher ist bisher eigentlich alles in Ordnung. Gehen wir auch nochmal in den Raum rein. Jetzt können wir den... Na, jetzt habe ich den Schlüssel weggeworfen. Super, aber es ist egal. So, jetzt skippen wir erstmal die Texte. Und da kommen 2 Zombies... Und sie sind tot. Sehr schön. Und da ist noch ein Zombie. Den schießen wir mal weg. Oh. Ja, genau. Jetzt ist der Zombie natürlich stuck an dem Event. Und, deswegen habe ich damals nicht getroffen. Hätte ich jetzt auch genauso gut. Das war jetzt irgendwie schon wieder extrem verzockt. Aber na gut, wir haben es ja... Jetzt habe ich natürlich vergessen, mir den Schokoriegel zu kaufen. Das kann ich dann natürlich gleich noch nachholen. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir schauen uns am besten erstmal hier komplett auf der Ebene um. Hier werden bestimmt noch mehr Gegner sein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay, haben alle Gegner schon getötet. Waren nur 3 Stück. Können wir die Leichen irgendwie untersuchen? Ja, ist jetzt wieder so ein Event geschaffen worden. Nichts Brauchbares. Lohnt es sich, diese Schränke zweimal anzusprechen? Wahrscheinlich nicht. Ich will nichts übersehen. Nur ein paar Kisten. Kisten auf einem Hubwagen. Seltsame Tische stehen hier rum. Das sind Glastische. Nichts Brauchbares zu finden. Also sehen zumindest für mich aus wie Glastische, bei denen man, auf denen man was ausstellen kann, wo zum Beispiel dann tote Insekten oder so liegen. Lauter Abfall in dem Papierkorb. Da oben den Lüftungsschacht können wir nicht betreten. Da sind irgendwelche Medikamente. Keine Ahnung, wofür die sind.
Hier können wir gar nicht interagieren. Kleine Tische, aber nichts zu finden. Nur ein paar Kisten. Das da ist dann wahrscheinlich ein Eingang. Hier wieder ein Laborkittel. An dem Schrank hängt ein Kittel. Und versuchen wir natürlich. Ein Magazin mit 9 Patronen und 2 Blutstiller. Sehr schön. Nichts Brauchbares zu finden. An dem Brett hängen einige Zettel mit Notizen. Aber nichts Interessantes. Ja, Zombie-Alarm. Ich hab's mir schon gedacht. Ah, der Zombie-Metzger und der kann uns direkt auch looten lassen. Ah, oh, ich blute schon wieder. Na gut, das ist ja auch ein Metzger, ne? Gut, dann können wir uns hier mal umsehen. Der Zombie-Metzger ist natürlich auch cool. Ein Feuerlöscher und irgendwelche Medikamente auf einem kleinen Tisch. Lauter Fertiggerichte und einige Trinkflaschen. Ja, das erinnert mich daran, als ich vor kurzem in einem sehr teuren Restaurant war. Also teuer für den Durchschnittsbürger. Ich persönlich finde, dass 25 bis 30 Euro für ein Hauptgericht ist schon eine ganze Menge. Ja, das zumal, wenn es dann auch noch nicht nur genauso schmeckt, sondern man genau beim Essen spürt, ey, das haben die doch im Supermarkt gekauft und einfach nur aufgewärmt, ja. Na gut, die müssen hohe Mieten zahlen und die müssen eine Menge Leute bezahlen, also von daher, irgendwo muss man den ja dann nachsehen, ne. Dennoch, ich werde nicht mehr in den Laden gehen. Ich glaube, mir wird schlecht. Super schlecht. Okay, ein Magazin mit 9 Patronen. Ich bekomme den Kühlschrank nicht geöffnet, weil irgendwas klemmt. Auf dem Herd ist überall Blut. Okay, nur derselbe Text. Okay, gut. Hier waren wir jetzt einfach nur für die Patronen drin. Na gut. Also außer natürlich, ich habe mal wieder irgendwas übersehen. Oh, Zombies. Oh, noch einer. Und ich blute schon wieder. Wow, jetzt habe ich gerade eine Menge Energie verloren. Aber ich nehme einfach mal den Verbandskasten. Ja, okay, super. So, mal ein bisschen auf Abstand gehen. Puh, geschafft. Oh Mann, das war mal wieder ganz schön anstrengend. Den können wir sogar durchsuchen. Bitte wach nicht auf. Und bekommen den Schlüssel FA2. Ja, eigentlich wollte ich die Schlüssel alle aufheben, jetzt habe ich versehentlich schon 2 weggeworfen, einfach damit ich weiß, wo ich schon überall war, aber naja, der Plan ist halt gescheitert, ne? Sieht nach einer Überwachungsmaschine aus, aber wofür? Das ist cool aus. So ein Hühner im Glas. Ein Glasbehälter, in dem sich Wasser befindet. Wofür mag das wohl gebaut worden sein? Was ist das für eine Kreatur? Mehr als unheimlich. Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Hulk und... Also, The Hulk und einem Ork, aber... ja. Eine Maschine, aber ich fasse die besser nicht an. Ach, schade. Das ist doof. Also, ich hätte sie sofort angefasst. Und die will sie auch nicht anfassen. Ja, doof. Ein Computer steht auf dem Tisch. Scheint aber nicht zu funktionieren. Seltsame Tische. Immerhin haben wir hier schon den Schlüssel bekommen, ne? Überwachungsmaschine. Ein Haufen Unterlagen liegen auf dem Tisch verteilt. Und wir bekommen ein neues Dokument. Arten des D9-Virus. Zombie D9. Infizierte verhalten sich nahezu gleich. Riesenhunger nach frischem Fleisch. Ja, also das klingt für mich jetzt nicht unbedingt nach dem Zombie, sondern ich meine, wer hat nicht einfach Bock auf so ein richtig schönes, frisches... Ich meine, so ein Lamm oder sowas, ne? Gönnt man sich doch nur selten, aber das ist eben auch frisches Fleisch, ja. Und das muss auch frisch sein, also von daher, denn wird ja jeder zu Ostern und zu Weihnachten oder so zum Zombie, ja. Höllenhund. Der erste Versuch an Tieren gelang nur indirekt die Infizierung des Virus. Hohe, unkontrollierbare Aggression gegenüber allem, auch infizierten Menschen. Mutant D9. Erhöhte Dosis des Virus und direkte Injizierung. Injizierung. Noch unbekannte Verhaltensweise. Was meint der jetzt? Genau, direkte Infizierung oder? Ist immer doof, wenn bei so einem Dokument ein Buchstabe fehlt, aber na gut. Derjenige, der das hier geschrieben hat, also
der das Dokument hier geschrieben hat, natürlich nicht der Hersteller des Spiels, dem können solche Fehler natürlich auch passieren, aber trotzdem, Initiierung ist schon ziemlich witzig. Dokument, Atem des Denomirus, sehr schön. Das Telefon ist aus. Nichts Brauchbares. Nichts Brauchbares. Hier wurde wohl etwas zusammengebaut. Sieht nach einer Art Werkbank aus. Nichts Brauchbares. Oh, ein Blutstiller. Sehr schön. Nur Abfall in den Papierkorb. Oh. Nichts Brauchbares. Habe ich jetzt schon mit einem gequatscht? Ne, Magazin, 9 Patronen, sehr schön. Okay, ich denke dann aber trotzdem, das war's mit dem Raum hier. Dann werde ich erstmal nach oben gehen. Mir nochmal ein schönes, dickes, saftiges Stückchen Schokolade holen. Gibt ja leider keine Fleischautomaten. Ja, so ein Fleischautomat, der würde eigentlich alle Zombie-Probleme lösen. Warum hat daran noch keiner gedacht? Und dann speichere ich natürlich nochmal ab. Man kann nie oft genug speichern. Ja, das habe ich gerade irgendwie so ein bisschen in meinen Bart reingebrummt, aber ja, passiert. Nein, ich trage keinen Bart, falls jetzt diese Frage aufkommen sollte. Ich bin höchstens ein 3-Tage-Bart. Ne? Also ich bin höchstens unrasiert so ungefähr, aber Bart kann man das nicht nennen. Okay, und sehr schön. Jetzt können wir diese Tür ebenfalls aufschließen. Naja, super, jetzt ist natürlich wieder ein Speicherpunkt. Naja, gut. War ja klar. Wir schauen erstmal nach, ob es hier irgendwo Zombies gibt. Nee, zum Glück nicht. Nur ein paar Kisten. Und weitere Kisten. An dem Schrank hängt ein Kittel. Schauen wir mal rein. Schlüsselkarte, sehr schön. Oh, 18 Patronen. Auf der Karte steht Derek Hill. Er schien ein Arzt gewesen zu sein. In dem Schrank hängen einige Kittel, aber nichts Besonderes. Und auch hier nichts. Oh. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich mit der Karte die Tür entriegelt. Würde ich jetzt denken. Schauen wir doch mal, ob wir den Kittel auch untersuchen können. Nichts Brauchbares. Schade. Na, ich speichere mal noch auf einem anderen Slot. Handwagen voller Kisten. Schauen wir doch erstmal hinten rein. Da kommen wir natürlich nicht rein. Das Witzige ist ja, dass ich eigentlich dachte, wir hätten soweit alle Gebiete erkundet, aber nein. Wer liegt denn da auf dem Boden? Sieht wie ein Forscher aus. Wurde scheinbar übel zugerichtet. Was ist das überhaupt für ein Raum? Sieht nach einem Labor aus für unheimliche Forschung. Was zum Teufel für einem komischen Hotel sind wir eigentlich schon wieder? Ich glaube, hier hat jemand zu viele Horrorspiele geguckt. Horrorspiele geguckt. Zu viele Horrorfilme geguckt und zu viele Horrorspiele gespielt. Ein seltsamer Tisch mit einer Ablage voller Blut. Wurde scheinbar übel zugerichtet. Der hat doch irgendwas in der Hand. Die Leiche untersuchen, natürlich. Bitte wach nicht auf. Hm, mein Zellenschlüssel. Ich muss nur die richtige Tür finden. Da liegt noch ein Dokument. Dokument, die neuen Virusforschungen. Ich bin meinem Ziel nahe, die Forschung nach dem wohl mächtigsten Virus der Welt zu vollenden. Es wird nur noch ein Testversuch an Menschen. Im Zimmer 206 lasse ich einige ausgewählte Hotelgäste einsperren und werde abwarten, wie sich die Infizierung mit dem D9-Virus verhält. Da steht schon wieder Initiierung. Meinte Initiierung, oder? Damit die Initiierung unbemerkt bleibt, wird das Virus über den Lüftungsschacht verbreitet. D9 kann eine Weile unter Sauerstoff überleben, aber es muss schnell gehen, sonst zersetzen sich die Viren. Meine Arbeit darf nicht scheitern. Ja, neues Dokument. Eine Virenforschung? Jetzt verstehe ich, was hier passiert ist. Glaube ich zumindest. Dieses Hotel ist eine Forschungsanlage für diesen D9-Virus, der aus Menschen Zombies macht. Aber was ist passiert? Und warum ist dieser Kerl, der vermutlich der Hotelbesitzer ist, tot? Vielleicht ist was schiefgelaufen und der Virus hat sich unaufhaltbar durch das Hotel ausgebreitet. Oh oh. Das war äußerst knapp. Was zur Hölle ist das für ein Ding? Oh Mist, jetzt kommt auch noch ein Endgegner? Oh nee, oder? Ach, das ist der Zombie von oben. Gut, dass ich mir eben noch einen Riegel geholt habe.
Er ist zumindest langsam. Mal gucken, ob es... Wow, er hat uns getroffen. Schnell mal am Riegel knappern. Nee, da können wir ihn natürlich nicht durchtreffen. Warum auch immer. Ach, jetzt habe ich auch noch daneben geschossen. Verdammt. Das kann was werden. Jetzt blute ich natürlich auch noch. Okay, das ist jetzt der erste Bosskampf in dem Spiel. Und er stresst mich jetzt schon. Ich bin ja mal gespannt, ob ich den schaffen kann. Die Frage ist ja, wie viel hält denn der Typ aus? Ich bin fast tot. Ich muss mal meine Splash-Cola trinken. Die hat nicht so viel gebracht. Vor allem, weil ich danach sofort blute. Ach, und jetzt bin ich tot. Na gut, ich probiere es einfach nochmal. Auch wenn ich natürlich denke, dass das schon ziemlich schwierig wird. Habe ich noch eine Handgranate? Mit einer Handgranate könnte ich ihm vielleicht ordentlich Schaden machen. Ich muss es einfach probieren. Ich glaube, ich hatte hier soweit alles, oder? Ich denke schon. So, dann den ganzen Dialog nochmal skippen. Dialog, Monolog. So. Oh. Ja, das geht echt ganz schön schnell. Habe ich jetzt... Was? Ich habe... Oh. Ich habe gar keine Handgranate mehr. Ach, doof. Jetzt habe ich schon wieder daneben geschossen. Wenn es wenigstens irgendeine Strategie gäbe, außer, naja, darf sich halt nicht treffen lassen und... Hier, warum kann ich hier nicht einfach durchschießen? Okay, das gestaltet sich natürlich tatsächlich als schwieriger als erwartet. Aber ich probiere es natürlich nochmal. Das war jetzt gerade ein bisschen doof. Ich denke aber trotzdem nicht, dass ich es in dem Part noch schaffen werde. Also ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, als könnte ich es mit dem Typen aufnehmen. Zumal ich mir bei so einem Gegner auch wünschte, ich hätte mehr Heil-Items. Ich meine, die einzige Strategie, die mir gerade bleibt, ist... Ja, vielleicht finde ich hier irgendwo noch Heilgegenstände. Ablage mit Chemikalien. Ein umgebautes Bett. Behälter. Nee, leider nicht. Na gut. Dann probieren wir es einfach nochmal. Ach, jetzt. Okay, der einzige Vorteil ist das, was bisher im Spiel passiert ist. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Im Zweifel kann man es immer noch nachspielen. Auch wenn das natürlich nicht das ist, was man machen will. Und warum zum Teufel können uns die Gegner von so extrem weit wegtreffen? Jetzt habe ich mich in der Sackgasse manövriert. Ja, super. Ich werde es dennoch nochmal probieren. Denn ich habe jetzt einfach... Also beim ersten Mal habe ich mich sogar gar nicht so doof angestellt. Aber jetzt die letzten beiden Male, also das Mal, also jetzt gerade eben davor, das war einfach ein bisschen Pech. Und das jetzt gerade eben, das war einfach nur dämlich. Ich finde es auch sehr schade, dass sie ihre Waffe nicht automatisch zieht, wenn der Gegner reinkommt. Aber na gut, die Waffe könnte ja auch nur ein Messer sein. Vielleicht muss ich auch einfach nur den Spielstand von davor laden, wo ich noch mein Medikit habe. Ach ja, ich habe meine Waffe ja gar nicht draußen. Ich muss auf jeden Fall versuchen, irgendwie möglichst viel Abstand zu generieren. Der Gegner ist leider nicht dumm. Und ich bin schon wieder fast tot. Was? Ah, jetzt habe ich auch noch dieses doofe Messer genommen. Vielleicht kann ich irgendwie über das Menü glitschen. Hm.
Nee, ich glaub's nicht. Ah, jetzt hat sie auch noch mit diesem doofen Gegenstand. Ja, okay, gut. Ich probier's doch im nächsten Part, Leute. Das wird mir gerade ein bisschen zu anstrengend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht schneide ich auch einfach rein und probiere es offscreen. Ich weiß es gerade noch nicht. Aber na gut, bis zum nächsten Mal hier bei Haunted Horror 4.